Ein freundlicher Guten Tag, hallo, ich grüße euch alle herzlich zum vermeintlich erstmal letzten Video von dieser Reihe hier. Denn ich habe mit dem Eliminator jetzt mal kurz geschlossen. Es macht eigentlich wenig Sinn, hier groß noch irgendwas zu machen. Und ich habe den Eliminator natürlich auch an meiner Seite, das will ich jetzt kurz nicht vergessen. Jetzt groß noch die Kriege zu führen, das ist halt, ja. Ist höchstens Inselhopping, das kriegen wir nur hin, wenn wir halt die höheren Techs haben. Das müssten wir jetzt sozusagen, bis wir die halt die stärkeren Schiffe haben. Also die eine vernünftige Reichweite haben. Das beginnt ja hier, glaube ich. Moment, jetzt lass mich nicht lügen. Wo war die Reichweite? 3000. Hier erst ab 36. Wir müssen jetzt also bis 36 warten, bis wir wirklich Krieg führen können in Amerika. Und. Das kann nicht interessant sein. Weil man kann ja auch keinen Frieden machen oder Krieg führen, wie auch immer. Ich Hier. meine, es ist vorbei. Ja. Ne? Was wollen die noch machen? In Europa landen, das versuchen sie alle 5 Minuten. Kriegen es einfach nicht hin. Und selbst wenn sie mal eine ordentliche Landung hinbekämen würden, würden wohlgemerkt, ich habe 233 kampfbereite Divisionen in Europa rumstehen. Da kommen sie A nicht durch und B, bis sie dann irgendwas gemacht haben, oder zumindest kann ich sie so lange aufhalten, selbst wenn die jetzt, was weiß ich, mit 500 Divisionen landen. Die haben einfach verloren, das ist vorbei, passt da aus. Macht halt einfach keinen Sinn. Ja, und wir kriegen halt auch die Schiffe einfach nicht schnell genug Ja, die produzieren nur noch produziert. Schiffe nach und ja. Ja. Ich meine, das Mittelmeer habe ich langsam und sicher auch größtenteils jetzt alles ausradiert, was sich noch bewegt. Ein paar Inseln gibt es noch, aber was soll's. Du machst das Kriegsziel? Ja, Ja, ich hab schon gut. reingehauen. Wir machen das jetzt ein bisschen schneller alles. Einfach nur mal kurz ein bisschen eine Folge, noch ein bisschen was zu füllen. Ich werde jetzt gleich auch die chinesischen Dinger da sagen, dass die angreifen sollen. Ja, Gut ist. das ist. Es ist einfach vorbei. Wir haben gewonnen. Vermutlich gehen wir auch durch den Russen durch wie ein heißes Messer durch Butter. Ja, vermutlich. Ich meine, ich habe 233 Divisionen uns an der Grenze stehen. Ja, ich ja noch nicht mal. Ich habe die meisten Truppen ja immer noch in Indien. Ich müsste die halt umverlegen und. Ja, Hast du nicht komm. gesehen? Ich meine, vielleicht werden wir auch jetzt komplett überrascht und der Russe drängt uns zurück. In dem Fall wird es vielleicht noch weitergehen. Ja, unwahrscheinlich. Ich habe jetzt halt natürlich keine Panzer größtenteils da, nur ein paar Ja, ich. Panzerwagen. Ist halt ein bisschen. Die Sache ist, der wird am Anfang halt standhalten können und Ja, dann klar, halt. und dann ist vorbei. Ja, letztes Mal ziemlich viele Leute. Gut, ich muss jetzt wahrscheinlich noch die Flugzeuge jetzt hier stationieren. Wie viele Flugzeuge kann ich hier hin stationieren? 1000. Da. Wo haben wir den nächsten Flughafen? Hier noch. Da. Bei dir. Komm schon. Sollte ja passen, jetzt noch Ich habe eventuell. jetzt meine ganze Küste mit Dockyards gefüllt, also mit, ne? Und es hilft nicht. Ich hab 68 Dockyards. Weiß gar nicht, wie viel ich hab. Eigentlich noch nicht mal, ich hab 57, aber ist ja trotzdem. Das ist einfach nur noch. Abwarten. So, okay, ich kann angreifen. Los, zack, zack. Conquer. Call to Arms. Erstmal ablehnen. Und los Und ich geht's. habe jetzt auf einmal kein Holz, kein Öl mehr. Ja gut, weißt du, wie viel wir mit dem gehandelt haben? Ich brauche 106 Öl, 41 Holz und 54 Stahl. Hier, Stahl hättest du bei mir handeln können. Ich handle doch schon alles, was ich an Stahl kriegen kann bei dir. Ich exportiere 1000 Stahl.
Ich Ich habe da tausche noch jetzt einfach 300 noch. Stahl übrig. Ja, das war aber dann zeitweise wann anders. Oh nee, lass den Ottomanen bloß aus diesem Krieg draußen. Nein, nein, das wollte ich doch nicht machen. Auch den Bulgaren, bitte. Die wollte ich alle nicht dazu einladen. Das hätte keinen Gut. Sinn. Ist es jetzt ein Extrakrieg? Ja. Oh, schön. Ich könnte die neue Mongolei einladen. Oh. Der als Marionettenregierung da irgendwo ist, oder? Was? Keine Ahnung. Ja, aber guck mal, du rückst jetzt schon auf breiter Front durch, ist es doch. Wenn ich jetzt rein theoretisch schon ganz klug spielen würde, würde ich einmal jetzt nach oben schwingen Richtung Moskau und dann hätten wir da einen riesigen Kessel. Ja, aber das ist schon lächerlich, was wir jetzt hier schon durchrücken. Der hat halt nichts, der hat halt überall nur eine Division stehen. Der hat schon 77.000 Mann verloren. 79.000, wie schnell das hochtickt. 81.000, oh ja. Der hat einfach die Waffen wahrscheinlich nicht. Ja gut, sie haben. Der hat einfach keine Waffen. Der hat keine Orga, der hat gar nichts. Die Stärke von manchen ist sehr, sehr niedrig, bei anderen ist es komplett. Also, manche Einheiten scheinen Waffen zu haben, aber sind scheinbar die Minderheit. Ja, nö, die haben schon bei mir Waffen. Das ist nicht das Thema, aber es ist halt. This is madness. Wir haben jetzt hier komplett halt die Oberhand. Wir drücken jetzt einfach komplett durch und das war's. Und das ist halt kein absolut kein interessantes Spiel mehr. Also Das macht. macht halt Da keinen macht's halt. Spaß. Nee. Nicht wirklich. Ne, also wir müssten jetzt unten noch ein bisschen Indien, die kleinsten Verreste aufreiben. China haben wir bald. Eventuell könnten wir auch relativ schnell Japan holen, aber halt Amerika bleibt halt erstmal bis 36 offen. Ja. Und das ist absolut. Weil ich weiß Nichts nicht. los. Ja, weil ich komme wahrscheinlich nicht in Dänemark rein, in Island. Ich meine, außer man versucht es alle 5 Minuten wieder, aber Bin keine KI, ich habe da keine Lust drauf. das wäre dann irgendwann nur noch so stumpf. Genau. Gut, ich hoffe, ihr akzeptiert unsere Entscheidung und ihr freut euch auf das nächste Projekt, was wir machen. Oh, in der Zeit hat schon mal wieder Bhutan kapituliert. Gott. Irgendwas in Indien wieder. Na, schön, ich habe das jetzt da unten auch befreit. Ja, guck mal. Das Einzige, was nicht oberst ist, Hass, ist Krim. Ja, aber das gebe ich jetzt persönlich. Ich sag mal so, das gebe ich jetzt manuell im Auftrag. Brauchst du nicht, wir werden jetzt die Erfolge aufhören. Gut, Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr bisher von dem Let's Play gehalten habt und ob das bisher so auch okay war. Denn wir haben jetzt noch ein Heu-Projekt vor und nach dem dritten Heu-Projekt wissen wir erstmal noch nicht, was wir dann so für Multiplayer machen. Ihr könnt ja in die Kommentare reinschreiben, ob ihr irgendwelche Ideen dazu habt. Ein Stellaris Koop-Ding? Vielleicht. Möglich? Vielleicht auch ein Total War-Teil oder sonst was. Ihr könnt es selber mal Ja. entscheiden. Das Beste picken wir uns rauf, worauf wir am meisten Bock haben. Und bis dann, Leute. Ciao. Ciao.